Ja, Johann tanzt halt nicht nur, ne? Nein, er kann auch prima durch hohes Gras schleichen. Eben war es noch 16 plus, gleich ist es 18 plus. Ich habe die Regiekarten neu gemischt. Und soll ich mal die erste aufdecken gleich wieder für die zweite Hälfte? Die 8. Ich glaube, dran. Das ist der Zeitiger. Ja, genau. Aber ich muss überlegen, was ich jetzt mit Martin mache. Gerade hat er zu groß Beute gemacht, aber die Frage ist halt. Er sucht ja immer noch nach dem seltenen Phönix. Aber die Frage ist, wie weit ich das irgendwie. Ich kriege das irgendwie nicht in die Geschichte ein. Das macht mir jetzt gerade für mich so schwer. Muss der Phönix ein Tier sein oder kann es auch ein Orden sein von Schmugglern zum Beispiel? Den seltenen Vogel Phönix aufspüren, also seltener Vogel. Eventuell kannst du ja auch in einer anderen Szene oder eventuell kannst du ja auch. Eine gewisse Sprache, wodurch du Informationen erhalten kannst. Aus einem Notizbuch. Ja, ich überlege immer noch, was ich jetzt hier als Szene gebrauchen kann. So. Das Naheliegendste ist einfach der Treffpunkt bei der Hohlen Eiche. Ich überlege gerade, ob das. Aber wir haben ja noch drei Szenen. Also wahrscheinlich ist es dann nachträglich noch weiter. Wäre wahrscheinlich das einfachste an der Stelle. Ja, die Frage, ob der Hackenstein dabei ist oder ob irgendwann anders den Übergabepunkt ausmacht, das weiß ich jetzt gerade schon nicht. Was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, der schickt wen. Also ich würde ihn so einschätzen. Dann würde ich den näselnden Boten schicken und Martin begleitet ihn, weil er ist ja der Wachsoldat. Und natürlich braucht man einen Stefano, den darf die Brigitte spielen. Grazie mille. Die Frage ist, hast du auch einen Helfershelfer? Wenn ja, wer wird das sein? Vielleicht war es ja der nette Lapdance-Mann. Wäre ein Vorschlag, dann könnte daraus sich eine interessante Konfliktsituation aufbauen. Das ist ja für später dann eingeladen worden ist, oder wie? Ich habe da nur was zum Erledigen, aber danach. Und er war so anhänglich. Oh, das glaube ich passt ganz gut. Genau, also so gesehen. Mit einem Esel, ja wahrscheinlich eher ein Esel, Esel mit einem entsprechenden Lastenwagen ist die schwere Kiste mit den Gulden und der Bote wird wieder von Hackenstein losgeschickt. Es ist eher schon späterer Nachmittag am nächsten Tag, also das ist dann Tag 3, wenn ich jetzt nicht verzählt habe, zum Treffpunkt eben an der Hohlen Eiche. Ich weiß nicht, wo waren die Eiche? Südtor. Also zumindest in der Kassen. Mhm, ja. Mittag. Welche seltene und überaus witzige Pflanzen wächst in Gehölz rund um die Eiche und wofür braucht ihr sie? Nützliche Pflanze, die um die Eiche herum wächst. Wir haben die Jahreszeit, glaube ich, nicht. Die hilft gegen Schwellungen. Hilft gegen Schwellungen. Verstauchte Knöchel und so. Und welches Pflanze würdest du? Ich weiß es nicht. Buflattich. Okay. Was wenn es genau ist. Ja, überaus nützlich ist immer die Brennnessel. Machen wir doch das.
Das kann auf jeden Fall für interessante Irritationen sorgen. Also es wächst mehr oder weniger sehr dicht die Brennnessel um diese Arche herum. Deswegen ist es auch ein sicherer Ort, weil da geht keiner freiwillig durch ohne Stecken, der ihn zur Seite schiebt. Von grünen Wiesen und Funkgezwitscher verrollt dieser einachsige Wagen mit der Geldschatulle und dem Boten vorweg und der Martin als Wachsoldat hinterher. Macht so die Nachhut, um sicherzustellen, dass niemand uns von hinten überfällt. Und die Frage ist, wo steht denn Stefano und besonders warum steht Johann da? Das dürft ihr euch doch entscheiden. Stefano steht schon längst bei dem Baum. Das macht glaube ich am meisten Sinn. Vor allem, weil wir ja vorher gesagt haben, dass es Mittag ist, die Übergabe, haben schon ewig gewartet. Ja, wir sind zu spät. Ich fluche dann auch so leise auf Italienisch vor sich hin. Das mache ich jetzt nicht, obwohl ich es könnte. Ja, Johann, und in welcher Konstellation stehst du? Bist du so gesehen Stefano gefolgt oder hat dich Stefano mitgenommen? So, Johann hat nachdem die ganzen Geschehnisse am Abend zuvor, Johann hat nach all den Geschehnissen am Abend zuvor die Nacht ebenfalls in der Taverne verbracht und abgewartet, um zu schauen, was diese fragwürdige Person denn am nächsten Morgen machen könnte oder am nächsten Tag machen könnte und ist dem Stefano Stefano insgeheim gefolgt. Okay. Auf leisem Fuße. Also wahrscheinlich versteckst du dich so irgendwo im hohen Gras, wo dich die Brennnessel sind, genau, und schaust die Szenerie an, die auf dem einfachen Feldweg fährt eben, wie gesagt, dieser Wagen mit einer sehr teuer aussehenden Geldschatulle vorbei. Ein Bote mit dem offiziellen Abzeichen von der Familie von Hackenstein und ein Wachpostsoldat läuft hinterher. Und wir haben uns so gesehen, Stefano, der da wahrscheinlich in der Nähe der Brennnessel um dieser hohlen Eiche steht. Im Schatten des Baumes. Ganz klassisch wie ein Bösewicht. Ja, und den offiziellen Auftrag zur Übergabe der vereinbarten Summe hat natürlich der Bote bekommen. Ja, der Kerl da vorne ist Brief es. Und Siegel. Der ist es doch. Wachsoldat, Sie erinnern sich. Das ist dieser Stefano? Ja. Ich traue dem ja nicht. Sind Sie auch jetzt schon endlich angekommen? Woher sind Sie denn angereist? Aus Rom? Hahaha. Nein, wir sind direkt von der Burg runter. Na dann? Wir haben die geforderte Summe dabei. Haben Sie auch die Ware dabei? Die Ware, die habe ich hier deponiert, damit sie keiner stehlen kann. Das Zertifikat? Lassen Sie mich das Geld sehen. Lassen Sie mich das Zertifikat sehen. Das Zertifikat habe ich hier. Klappt sich so auf die Brust. Geld, dann bekommen Sie ein Zertifikat und ich sage Ihnen, wo Sie die Schatulle finden, in der sich die Reliquie befindet. Die Gulden wurden von Herrn von Hackenstein entsprechend in dieser Kiste eingebaut und hierher transportiert. Ja, machen Sie auf. Ich will sehen, dass Sie wirklich Geld bringen. Du hast den Schlüssel, wenn ich mich an den Boten. Ich pass mal auf.
Ja, hier ist der Schlüssel. Und das Schloss ein bisschen wackeln und da geht schon knarzend auf. Und er öffnet die Schatulle und dort sind die schönen... Sind da noch Lederbeutel um den Kies rum? Ja, oder? Stelle ich mir jetzt vor. Also man sieht prall gefüllte Lederbeutel, nur was da drin ist, sehen wir noch nicht. Stefano kommt näher und schaut da so rein. Tippt so auf die einzelnen Säcke. Aufmachen. Jetzt hätte ich aber doch gerne auch die Reliquie und nicht nur das Zertifikat. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen das Zertifikat und wenn das Geld da drinnen ist, kann ich mit dem Wagen wegfahren und bevor ich fahre, sage ich Ihnen, wo die Reliquie ist. Ich kann dann damit nichts mehr anfangen. Typisch italienisch, die sind immer so misstrauisch. Also gut. Wachsoldat, machen Sie den Beutel auf. Und Sie lassen die Finger davon. Ich geb dem Boten das Zertifikat. Johann war nicht ganz... der Martin war nicht ganz doof und ich würde an der Stelle jetzt einen Risikowurf machen. Er hat das Falschgeld der Nonnenoberin oben aufgelegt. Und der Wurf entscheidet, ob die paar falschen Münzen, die ich zeige, entsprechend ausreichen, um den Betrug zu vollziehen. Es ist eine 5 bis jetzt. Das heißt, du scheiterst und gehst, dabei geht dir ein Ausrüstungsteil kaputt oder verloren, sag es. Es ist, wie es geschah, und streiche oder markiere es als defekt. So, wie war das jetzt, wenn ich noch eine Karte nachziehen wollte, müsste ich entsprechend schauen, warum das an der Stelle funktionieren könnte. Korrekt? Genau. Und? Ich habe die Vermutung, da könnte noch eine bessere Karte kommen. Ich würde sagen, als Spion sollte ich auf jeden Fall auf so Täuschungen besser vorbereitet sein. Und würde entsprechend noch eine weitere Karte versuchen. Und bekomme einen König. Du bist erfolgreich und erhältst eine zusätzliche Einsicht. Wähle ein Geheimnis aus oder erfinde ein neues, das in der Folgeszene nützlich sein kann. Sag, wie du es erraten hast. Schon wieder? Die hattest du doch vorhin ich schon. Ja, ich habe irgendwie ein Händchen für Könige. Du hast gerade auch noch auf Ansage. Ich würde mit... der Italiener ist ja sehr weitläufig mit den Gesten. So klassisch stereotyp hat er immer wieder so ausgeholt und aber auch dabei immer mit dem Blick ins Umfeld schweifen lassen. Und entsprechend ist mir aufgefallen, dass er immer wieder Richtung der hohlen Eiche geguckt hat, wo er wahrscheinlich das Ding versteckt hat, was aber von diesem Brennnessel umgeben ist. Und zeige dann, wie gesagt, erstmal so die Falschmünzen von der Nonnenoberin. Lass sie dann demonstrativ wieder in den Sack gerieseln und mach den Sack wieder zu und lege ihn wieder zurück in die Schatulle. Wachmännisch. Gut. Dann machen wir wie ausgemacht. Ich nehme die Schatulle und fahre damit weg und sie bekommen den Ort. Und der Italiener klettert auf den Wagen rauf. Es ist in der Eiche und fährt weg. Johann folgt Stefano durch das hohe Gras. Beziehungsweise Johann Volkstefano weiterhin durch das hohe Gras, hat einfach nur darauf gewartet, dass die Transaktion abgeschlossen wird und verschwindet aus der Angelegenheit ebenfalls. Ich schaue dann so den Boten an. Und der Bote ist sicher und die Brennnesseln und winkt dir
Ernsthaft? Na gut, na gut. Und würde dann vorsichtig mit meiner, weiß nicht, was für eine Waffe haben damals Wachpersonen gehabt, wahrscheinlich irgendwas Richtung Stab, Lanze, irgendwas in dem Richtung. Irgend so ein Spieß oder eine Spieß. Bade, die gesagt so. Dann würde ich so, so ein bisschen so, würde ich das Ding so ein bisschen wie eine Sense, aber das ist halt die falsche Form, bewegen, um halt die Brennnesseln irgendwie so halbwegs runterzuschlagen. Und dann mich an die Eiche heranzugehen. Und bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt das, wäre es okay, wenn ich dann sage, okay, da finde ich eben auch noch eher den Briefkasten, der noch da zusätzlich drin ist, finde noch irgendeinen Schrieb stattdessen, der da eigentlich nicht reingehört. Und vielleicht steht da drin, dass Stefano vielleicht ein Agent auch ist. Aber das können dann die anderen für ihre Sende nutzen. Also irgendwas steht in diesem österreichischen Spionenbrief drin. Und ich würde euch überlassen, was da drin auch drin steht. Und wie es dann in eure Hände geraten ist. Das entscheidet letztendlich die nächste Regiekarte. Das wäre Brigitte. Womit natürlich wahrscheinlich der Brief wahrscheinlich bei der Schwester Beata landet. Vielleicht ist er für deine nekromantischen Künste vielleicht relevant. Ich weiß es nicht. Du entscheidest. Mhm. Schwierig. Auf jeden Fall hast du einen guten Cut gemacht bei dem Geldtausch. Stimmt. Mal schauen, wann Stefano wieder aufgegriffen wird von Johann. Vielleicht ist er auch einfach und wie? Wann und wie? Ja, Johann tanzt halt nicht nur, ne? Nein, er kann auch prima durch hohes Gras schleichen. Eben war es noch 16 plus, gleich ist es 18 plus. Ich überlege mir gerade, wie passen das in Nonnen rein? Vielleicht bist du dann draußen, Nonne unten draußen unterwegs. Auf dem Friedhof? Friedhof, ja. Da steht ja irgendwas. Ich weiß was. Ich sag zuerst mal, wen ich brauche. Ich brauche dafür den Martin. Ich brauche dafür. Dann brauchen wir noch Gegenspieler. Ich würde es nämlich sagen, wirklich am Friedhof. Und zwar, dass du Bericht erstattest, weil da irgendwas drinnen steht, wo du keine Ahnung hast, was da dieser Brief eigentlich sagt. Vielleicht ist es Latein verfasst und du bist die einzige Person, die das lesen kann. Ja, oder irgendeine Geheimschrift. Mhm. Ah, der Johann ist ja futsch. Aurelien passt jetzt auch nicht unbedingt dazu. Es gibt auch noch die Tabellen, du könntest. Wer bewacht den Friedhof? Einfach mal bei dem Handwerk- und Bauanstand zum Beispiel gucken und dir eine zufällige Figur oder so rauspicken. Oder du denkst dir einfach eine aus. Ja, überleg mir gerade, wie das jetzt zusammenpassen könnte am besten. Wobei, es muss ja nicht der Friedhof sein. Es gibt ja einige der Nonnen, haben ja so eine Art Krankenhaus. Da würde der Aurelien dann wieder gut dazu passen. Weil es vielleicht doch schlimmer war, als der Opa das nicht hinkriegt hat. Adalas schröpfen. Ja, Franz Brandwein hat nicht geholfen. Das Hausmittel schlechthin. Mutegel. Was er in dem Fall, glaube ich, sogar halbwegs helfen wird. Jetzt das überschüssige Blut wenigstens rauszieht. Ja, du musst das Ganze verdünnen, damit wir das und dann kannst du besser abfließen. Ja, ich hätte gerne wieder die Äbtissin dabei. Chris, bist du die Äbtissin, die durch dieses Klosterlazarett da durchgeht und nach dem Rechten schaut und wir versuchen, auf den neuesten Stand zu kommen. Ich glaube, das ist die beste Motivation.
Zwei Männer im Nonnenkloster, das geht ja gar nicht. Das ist das Lazarett, das zählt nicht zum Kloster. Lazarette okay. zählen nicht zum Kloster. Das ist das Schöne dran. Trotzdem das auch, aber da muss trotzdem immer mehr kümmern und nachschauen, dass ja nichts passiert. Wie war das? Ich als Opposition, also ich bin ja dann die Opposition, ne? Genau. Habe ich richtig erfasst. Ja, du bist der Anstandswauwau. Genau, da müssen wir uns noch zur Risikoaktion zwingen, oder wie war das? Also ja, kannst du? Vorschlagen auf jeden Fall. Genau, was war jetzt das Ziel von Gut. der Beata speziell? Ah, das Ziel von der Beata war rauszufinden, wie das jetzt mit dem Tausch von sich gegangen ist. Und vielleicht ein bisschen mehr. Dieser komische Brief. Ein bisschen ja. darüber hinaus, genau. Also von dem Brief weiß ja noch nichts. Ja. Aber dass man da vielleicht ein bisschen was drüber rausfinden, was dann weiter so gemacht worden ist, so hintenrum. Ich will nur erklären, also für die Äbtissin, wahrscheinlich ist dir das diese Nonne, die beschäftigt sich ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, mit denen sie sich überhaupt nicht beschäftigen soll. Die soll Ave Maria beten und stattdessen macht sie irgendwelche Studien. Zum Beispiel so. In dem Fall pflegt sie mal. Pflegt sie mal kranke und verletzte Menschen. Okay, da würde ich dann jetzt einsteigen. Man sieht einen verletzten Aurelian, der in so einem, ja, mehr so einer Pritsche liegt, wie in einem Bett. Also eine Holzbank, eine verlängerte, ist auch nicht der einzige in einem riesengroßen Saal. Man hört überall Gejammer und Gewinsel. Manche Leute schnarchen auch wahnsinnig laut oder übergeben sich oder machen sonst irgendwelche Dinge, was kranke und verletzte Personen eben zu dieser Zeit so machen. Es riecht auch nicht sonderlich gut. Aber es wird hin und wieder gelüftet, wenigstens das. Also es ist auch gerade der Zeitpunkt, wo die Kollegin, die andere Schwester, die für den Lazarettdienst abgestellt ist, gerade zu den Fenstern geht und sie wieder öffnet. Und die Schwester Beata geht durch den Saal und kommt zu bleibt bei dieser Person stehen, die sie kennt. Und auch der Martin Wagner besucht seinen Freund im Lazarett. Geht's denn mittlerweile schon besser? Das mit dem Fuß sieht ja echt nicht gut aus. Das hat nicht funktioniert mit dem Schnaps? Das wird schon wieder. Ich bin sicher, dass man es nicht amputieren muss. Ganz sicher. Aber es ist schön, dass ihr beide gekommen seid. Ich fühle mich schon viel besser. Ich glaube, morgen können wir wieder eine Aktion machen. Vielleicht. Ich glaube eher, wir sollten eher ein bisschen was investieren, dass du mal zu einem vernünftigen Arzt gehen kannst. Ach, das wird schon wieder. Ich nehme so einen Topf, der neben dem Bett gestanden ist. Da ist irgend so eine bräunlich-grüne Pampe drinnen. Nimm den Löffel und schmier das so auf dein Bein, da wo du verletzt bist. Es ist sehr kalt und es prickelt auch. Bist du sicher, dass diese Moorteerwickel wirklich so gut funktionieren? Oh, das ist kein Moorteer. Was ist es dann? Es stinkt bestialisch. Ist es kosten? Kann man auch essen. Es ist ein Kräutersud. Sehr dicker Kräutersud. Das, was man letztendlich benutzt, um Schnecken zu töten, ist Brennnesselsud, oder? Nein, das macht Schwester Felicitas. Die macht immer die Salben und Sude und mischt die manchmal miteinander. Die helfen gut. Und wickelt dann nachher noch so ein Tuch ums Bein. Also gebrochen hat das jetzt nicht ausgesehen, vielleicht. Verstaucht wird es nicht sein. Vielleicht müssen wir einfach nur kräftig daran ziehen. Das könnten wir auch mal probieren. Oh,
Und Aurelian hat so ein Amulett in der Hand, das hat er immer. Sagst du vorne oder sagst du hinten an? Guckt sein Amulett an, um den Schmerz zu beherrschen. Du greifst vorne am Vorderkörper, ich ziehe am Fuß. Nein, ich mache das mit dem Fuß. Ich weiß, wie ich ziehen muss. Okay, ich ziehe dann in die gegengesetzte Richtung. Bei drei. Du brauchst nur ab dem Knie festhalten. Zwei. Guckst du nach oben zu und ruckartig und zieh an. Zieh die gegengesetzte Richtung? Ja. Du! Gut. Also, bis lang können wir danach auf jeden Fall besser mit dem Hackebeil runterschlagen, wenn es doch nicht funktioniert hat. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es fühlt sich schon viel schlechter an. Amputieren? Nein. Wenn du nicht von der Blutvergiftung hingerafft wirst, ja. Was ist denn jetzt? Habt ihr wirklich dieses viele Geld beiseite geschafft? Viel besser. Wir haben sogar einen Brief gefunden. Wir versuchen ihn noch zu entschlüsseln. Er ist in einer komischen Kauderwelsch geschrieben. Was für ein Kauderwelsch? Keine Ahnung. Es ist keine Sprache, die ich jemals gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Du kannst doch besser lesen als ich. Ich kann nur grob ein paar Wörter entziffern, die ich halt für meine Arbeit brauche. Ich kann ganz gut Latein. Ihr wisst, dass Aurelian immer versucht, Lateinisch zu lernen, aber es überhaupt nicht kann. Aber lasst mich doch zuerst sehen. Ich kann ganz viel Latein. Und vielleicht zeigst du es mir kurz. Dieses Wort kenne ich. Die Ohren hören. Sonst behält sie die noch hier. Und wie auf Zuruf hört ihr im Hintergrund ein lautes Glockenläuten, was, wie jede Nonne weiß, bedeutet, dass das Abendgebet abgehalten werden muss. Und im gleichen Atemzug kommt durch das riesige Tor zu dieser medizinischen Stelle wie ein Wunder die Äbtissin rein. Und brüllt nur durch die ganze Medizinstelle: Nonnen, alle zum Abendgebet. Ich komme später gleich wieder. Ja, währenddessen tauschen wir uns noch über diesen Brief aus, solange wir noch Licht haben. Bist du sicher, dass du das? Du musst dir diesen Brief anschauen. Ich verstehe den nicht. Vielleicht muss ich mich nach dem Kopf stellen. Oder vielleicht müssen wir ihn einfach umdrehen, also die Rückseite anschauen und gegen das Licht halten. Ich würde das Risiko Aktion nehmen, dass ich mich vom Gebet wegschleiche. Ganz kurz als Randinformation eventuell, die Äbtissin hat die Schwester mitgenommen und achtet eventuell nicht mehr so sehr darauf, ob sie dabei ist oder nicht. Ich weiß was Besseres. Das ist eigentlich kein Risiko, weil es muss ja auch irgendwer mit den Kranken beten. Ich komme zurück mit so einem riesen Stapel an Bibeln. Weil selbst wenn die Leute nicht lesen können, sie fühlen den heiligen Glauben durch die Buchdeckel. Und das heilt ja schon. Und gehe von Bett zu Bett und teile die Bibeln aus und hör dann bei euch auf. Ich kann mich zum Glück für den Krankengebetsdienst eintragen. Und dann fange ich zum Vorlesen an auf Latein. Man hört im ganzen Saal dann Amen. Okay, das sollte reichen. Die meisten können eh nicht länger. Was für ein Zettel? Ja, da müssen wir schon versuchen, auf den Kopf zu stellen, nur wird es dann noch schwieriger, das zu entziffern. Zeig mal her. Reichst du rüber? Das ist keine Schrift, die ich kenne. Nein. Ich stell dir.
Also ich zünde dann die Kerze an, die am Nachttisch steht, was bei jedem Krankenbett ist. Zitronensaft. Nein, aber verkehrt rum. Hm. Man kann durch das Pergament durchsehen. Das klingt auf jeden Fall nach Risiko, dass es nicht verbrennt. Dann schauen wir mal. Ass, es klappt und du erhältst von einer anwesenden Figur einen weiteren Vorteil. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon gehabt. Kann das sein? Wir haben nicht schon Gegenstand. Unter Dreier, oder? Nein. Du bist so gleich. Ja. Ein Geschenk oder sie schuldet dir einen Gefallen. Ich glaube, ich will diese Notiz haben. Weil was da drauf steht, ist ganz spannend. Das sind nämlich nicht nur lateinische Wörter, das sind auch alchemistische Symbole. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was es jetzt genau ist, weil ich kenne nicht alle Symbole, aber das, was draufsteht, wirkt spannend. Also dieses Dreieck hier, das steht normalerweise für Wasser. Du kannst es lesen? Ja, ein bisschen. Ich müsste, bis ich alles gelesen habe, nachschlagen. Es waren noch zwei weitere Briefe in diesem Briefkasten. Spannend. Ich wollte erstmal den einen irgendwie entziffert bekommen. Ich wusste nicht, ob die anderen vielleicht nützlich sein könnten. Also ich will die da haben, bitte. Guck dann so mich um, meine nur. Und willst du auch einen, damit dein Fuß besser wieder zusammenwächst, Aurelian? Ja, ja, vielleicht lenkt es mich ein vielleicht wenig ist ab. Da auch einiges dabei. Ich hatte es mal gegen die Kerze. Und der dritte? Ich kann ihn nicht so gut lesen, reichen dir rüber. Okay, dann habe ich zwei. Dann würde ich die Szene da abschließen.